Es ist also definitiv so, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel und gehe bitte die Gedankengänge mit. Ich sage immer wieder, wenn du die Gedankengänge mitgehst, das kann jedes Kind verstehen. Ich frage dich jetzt, wir haben jetzt hier vorneweg, bevor ich die Aufnahme eingeschaltet, schon geskypt. Jetzt denken wir uns eine Vergangenheit. Natürlich ist das immer jetzt, aber worum es mir geht, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. War das, während wir jetzt die ganze Zeit geskypt haben um dich herum, hell? Was würdest du antworten, Sandra? Ja, also der Glaube, der sagt ja, es war hell. Was sagt die Ariane? Habe ich nicht dran gedacht. Ist ja Also ganz ganz einfach, pass ehrlich auf, jetzt sagst du mal, beantwortet. jetzt machen wir es ein wenig genauer. Es ist hochinteressant, ich sage mal, als normaler Mensch würde ich jetzt sagen, ohne Holofeeling alles zu hinterfragen, selbstverständlich war es hell, sonst hätte ich ja nichts gesehen. Es muss Ja, jetzt genau. erst einmal klar sein, dass rein der Begriff hell ist nichts, was du sehen könntest. Es ist ungefähr so, wie der Begriff Stille auf etwas hinweist, was nicht gehört werden kann, weist das reine Wort hell nicht auf irgendeinen Gegenstand hin, der gesehen werden kann, sondern deine Logik sagt, erst wenn was hell ist, kann ich was sehen. Das, was du aber siehst, ist nicht das Hell, sondern die Gegenstände, die du anschaust. Kann man das auch so stehen lassen? Das heißt, das, was du siehst, hat nichts damit zu tun zu hell, sondern deine Logik sagt, es muss ja hell sein, sonst könnte ich es ja nicht sehen. Wir können das Wort hell jetzt schön auffächern. Dann haben wir zuerst einmal die Wahrnehmung von LL. Und LL ist plus L minus L. Das sind zwei Lichter. Licht und Schatten ausgedacht. Der Unterschied. Ich kann natürlich das L als Joch schreiben, dann habe ich hier die Quintessenz und das Joch, das aus zwei Lichtern besteht. Wir kommen aus dem System nicht raus. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Wir spiegeln das jetzt einmal. Und zwar betrachten wir das Gegensatz für hell ist finster. Siehst du was, wenn es finster ist? Du kannst Finsternis, kannst du im Gegensatz zu hell sehen. Du kannst finster sehen. Finster ist ein Phänomen. Hell kannst du nicht sehen. Du siehst, wenn es hell ist, Gegenstände. Die Gegenstände siehst du. Das ist wie mit dem Licht und dem Laserstrahl. Wenn ich sage, es hat noch nie einer Licht gesehen. Licht als Ding an sich siehst du nicht. Wenn du was siehst, jetzt machen wir wieder unseren Rauch, die weißen Rauchpartikel, wo wir einen Heliumlaser durchlaufen lassen, so ein Laserpointer, dann siehst du den roten Laserstrahl. Nein, du siehst in einen Schwarm von weißen Rauchpartikeln rote Rauchpartikel. Was du siehst, sind rote Rauchpartikel und nicht der rote Laserstrahl. Weil wenn du den Rauch wegmachst, wirst du feststellen, du siehst den Laserstrahl nicht. Aber deine Logik sagt jetzt, die sind ja rot, weil sie von rotem Licht angeleuchtet werden. Das ist alles unheimlich logisch, aber das entspricht nicht dem, was ich dir eigentlich mitteilen will, weil das rote Licht du ja nicht sehen kannst. Offensichtlich entsteht das Rot erst, wenn dieses rote, nicht sichtbare Licht auf irgendeinen Gegenstand trifft, der jetzt nicht unbedingt rot ist, weil wenn das rote Licht auf einen roten Gegenstand trifft, das dasselbe Lo rot ist wie das Licht, siehst du es ja nicht, dann hast du wieder keinen Unterschied. Wenn wir einen roten Gegenstand haben, zum Beispiel einen roten Apfel, und wir gehen mit dem roten Laser drauf, sehen wir selbstverständlich einen roten Punkt, dann haben wir aber einen Unterschied von zwei verschiedenen Rot. Würde der Apfel genau dieses Rot haben von dem roten Laserstrahl, würdest du den roten Punkt auf den roten Apfel nicht sehen? Jetzt mache ich Anführungszeichen, trotzdem sehen, weil eine kleine Stelle dasselbe Rot etwas kräftiger, heller, ich benutze mal das Wort heller ist, wie das andere. Wenn das aber dann gleich rot ist, rot. Du brauchst immer einen Unterschied, entweder einen Helligkeitsunterschied, aber der Helligkeitsunterschied ist eigentlich ein Schattenunterschied, kein Lichtunterschied. Okay, jetzt pass auf. Also hell kann man nicht sehen. Finster wiederum kannst du sehen, das werde ich dir jetzt beweisen. Du denkst jetzt mal an deinen Körper und du machst die Augen zu. Mach bitte die Augen zu. Ich erkläre es immer den Geist, der mir zuhört. Und nicht diesen Pixelmännchen, die jetzt auf dem Bildschirm da sind. Jetzt pass auf, in dem Moment, wo du deine Augen, die du natürlich zuerst denken musst, geschlossen hast, ist es finster geworden. Jetzt siehst du finster. Das Finstere, das du jetzt siehst, ist aber nicht gleichmäßig finster. Das ist jetzt eine Farbe. Finster ist jetzt eine Farbe, die du siehst. Hell ist ja keine Farbe. Jetzt pass auf, wenn du jetzt das Finster nimmst, du kannst jetzt, schau einfach mal ganz bewusst dieses Finster an. Jetzt denke mal an deine zwei Hände und leg die zwei flachen Hände auf die Augen drauf und du wirst feststellen, dass sich das Finster verändert. Ist ein anderes Finster. Du merkst, Finster haben wir viele Facetten von Finster, aber da will ich auch nicht drauf hinaus, sondern jetzt machen wir mal folgendes Gedankenspiel. Du legst dich, kannst die Augen offen lassen, einfach den Gedankengang mitgehen. Ich denke mich jetzt als ein Trockennasenaffe, ich lege mich aufs Bett.
Ich schließe die Augen, ich beobachte mich natürlich dabei, mich als Mensch, als Trockennasenaffe, Geist beobachte mich, mit was für Informationen werde ich eigentlich konfrontiert, wenn ich mir jetzt einen Körper ausdenke, meinen Körper, mich aufs Bett lege, dann denke ich mir meine Augen auch, ich schließe meine Augen und dann wird's finster. Und jetzt schaue ich mir mal ganz bewusst dieses Finster an, dann lege ich die Hände auf die Augen, dann wird es finsterer. Und es ist übrigens immer, dieses Finster ist nie dasselbe Finster. Es hängt sehr davon ab, was du vorher mit offenen Augen angeschaut hast. Du musst da mal hier in eine Lampe reinschauen, oder das gibt ja dieses schöne negative Christusbild. Wenn du auf dem Monitor, bestimmt schon mal bei optischen Täuschungen, wenn du auf dem Monitor diese Flecken anschaust, das sind eigentlich nur komische Flecken, ein Jesusbild in negativ, und dann heißt es, schau das jetzt mal, ohne dich groß den Blickwinkel zu verändern, das Bild an. 30 Sekunden, das Monitor ziemlich hell machen, und dann einfach irgendwo auf eine weiße Wand oder was schauen, und dann ist auf der Wand plötzlich ein Jesus drauf. Oder die Augen zumachen, dann hast du richtiges schwarz-weiß Jesusbild in deinem Kopf. Kennst du diese optische Täuschung? Ja. Ist eigentlich sehr bekannt. Das heißt, dass das Finster nochmal auch wieder, und jetzt hast du genau aufgepasst, was ich gesagt habe, es ist abhängig davon, was du vorher angeschaut hast. Genau. Erkläre dich nicht seit über 25 Jahren hier und jetzt ausgedacht. Okay. Dass du vorher nie was angeschaut haben kannst, du schaust es jetzt an. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Das ist das, was einmal ein Fakt ist. Und das heißt, es jetzt verändert sich. Merkst du, wir sind nur genau. Holofeelings sind keine Spekulationen und keine Thesen. Das ist jetzt, ich bin gerade am Überlegen, der Redo hat da so ein schönes Slash-Video reingestellt hier, mit einem Urknall, und es ist so unendlich geistloses Geschwätz. Er benutzt dann sogar am Anfang von dem Video, Redo hat es ja erstatten lassen bei ungefähr 13 Minuten, wenn wir jetzt raumzeitlich reden, am Anfang von dem Video weist du zuerst einmal auf das Hubble hin, diese Erkenntnisse, dass das Universum ja begrenzt ist und sich ausdehnt. Das ist alles geistlos rezitiertes Wissen, das sind Metaphern, die durchaus ihren Sinn haben, wie die ganzen Märchen auch, aber nicht das, was er sich vorstellt, sondern es geht um was ganz was anderes. Das ist am Anfang des Gesprächs, Ariane, bevor du dich dazugeschalten hast, da habe ich nochmal erklärt, dass wenn du träumst, das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen, weißt du aufgrund deines Intellektes, dass ein Mensch, der träumt, in seinen Kopf Bilder vorgelegt bekommt, von wem auch immer, die nur symbolisch zu betrachten sind, die Traumdeutung. Man muss sich nicht damit beschäftigt haben, aber jeder kennt ihn, ein gebildeter Mensch kennt dieses Phänomen Traumdeutungen. Wir gehen dann nicht darauf ein, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Was mir wichtig ist, du träumst jetzt. Diese Realität, diese ständig wechselnden Bilder, die du in deinem roten Kopf zu sehen bekommst, auch wenn das so echt ist. Wie oft habe ich schon gesagt, wenn du, sobald du in den Bereich der Realität gehst, gehst du in die höchste Stufe der Vergessenheit. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Dieses Video, wo der Frau der Kopf abgeschnitten hat. Das ist jetzt, wenn du da entsetzt bist und dich geekelt abwendest, das ist die dritte Stufe der Vergessenheit. Weil du glaubst, das wurde in der Vergangenheit aufgenommen, wenn das in Nachrichten, in deutschen Nachrichten wird zur Bedienung kommen. Wenn das ein Spielfilm ist, ist es die zweite Stufe der Vergessenheit, weil da denkst du dir zwar auch als Ursache für das Video, das jetzt in dir auftaucht, eine Vergangenheit aus, aber da sagst du, das ist Schauspiel und das ist Filmblut oder Zeichentrick. Wenn du einen Horrorfilm anschaust, dieselbe Szene und du weißt, das ist ein Horrorfilm, wirst du zwar auch ein wenig angeekelt sein, aber ganz anders, wenn du sagst, das war ja wirklich da aus. Das ist ja kein Trick. Und die Realität ist die vierte Stufe, die höchste Stufe der Vergessenheit, sobald sich sinnlich wahrgenommene Bilder in dir auftauchen. Da ist so tief der Glaube in dir drin, dass du mit dem Zeug nichts zu tun hast, dass das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du es nicht anschaust. Ja. Und das ist jetzt das Problem, darum kann ich immer nur wiederholen, solange du nicht weißt, was 100% sicher heißt. 100% Sicherheit bedeutet, dass du das hundertprozentig sicher hier und jetzt überprüfen kannst. Und alles, was du nicht hier und jetzt sofort überprüfen kannst, ist einfach nur Vermutungswissen. Und jetzt geben wir hier, der Lesch benutzt hier eine lateinische Floskel in diesem kleinen Videovortrag. Vielleicht mache ich da noch ein Update, weil der wäre es wirklich wert, Wort für Wort sich das anzuschauen. Da wird dir nämlich so bewusst, dass das, was du offizielle Naturwissenschaft nennst, hinderliche Naturwissenschaft, officio, lateinisch, hinderlich sein und im Weg stehen, gilt auch für das offizielle katholische Kirche,
Das ist alles hinderlich für das wirkliche Verstehen, weil du kriegst Dogmen impliziert. Das, wo ich sage, du wurdest programmiert. Jetzt, wenn ich schon wieder sage, du wurdest programmiert, muss dir klar sein, nur das kleine Wort wurde löst in dir schon wieder Gefühl von Vergangenheit aus. Und jetzt hier und jetzt gedacht, vor 20 Jahren habe ich schon darauf hingewiesen, mir vereinfachen und mir vereinfachen und mir vereinfachen. Um dir die Wirkweise eines Sprachprogramms zu veranschaulichen, schauen wir uns zuerst einmal die absolute Wurzel an. Das heißt, wir lassen die komplette Grammatik weg. Die Grammatik ist sehr wichtig, um raumzeitliche Vorstellungen zu bekommen, vor allem zeitliche Vorstellungen. Das heißt, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, von dir um dich herum in der Zeit verstreut werden kann, brauchst du nämlich Grammatik. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe zu dir gesprochen, ich werde in Ja. einer Stunde zu dir sprechen, ich werde gesprochen haben. Okay, ich werde am Ende dieses Videos etwas sprechen. Und jetzt kommt, ich habe gesprochen, ich und so weiter und so weiter. Diese ganzen Zeitformen, es gibt übrigens zum Beispiel im Altgriechischen gibt es da nochmal spezielle Zeitformen, die haben wir im Deutschen überhaupt nicht. Im Althebräischen gibt es überhaupt keine Zeitformen. Da passiert rein theoretisch alles jetzt, wenn man es richtig übersetzt, was natürlich das moderne Ivri abgestellt hat und hat dann Zeitformen draus gemacht. Im Nachhinein, merkst du schon wieder, im Nachhinein hinzugefügt. Und wenn wir das weglassen, wirst du feststellen, dass eigentlich die Grundlage des Sprechen ist. Wenn ich jetzt sage, ich spreche oder ich sprach zu dir, ich spreche das Wort sprechen und das Wort sprach oder gesprochen, ich werde gesprochen haben, ich spreche das immer jetzt. Aber es löst in dir eine zeitliche Vorstellung von vorher und nachher aus, die du natürlich jetzt denkst. Was du zu sehen bekommst, das ist hundertprozentig sicher, ist hier und jetzt deine eigene Information. Jetzt könnte ich fragen, wo ist die Information? Dann wirst du an deinen Kopf denken. Aber der Kopf, den du dir jetzt denkst, der jetzt in dir auftaucht, der hat vorher gar nicht existiert. Es ist nämlich auch hundertprozentig sicher, dass für dich immer nur das existiert, was du jetzt zu sehen bekommst. Ob du das jetzt sinnlich wahrnimmst, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder nur ein feinstofflicher Gedanke, das habe ich beileibe tausende Male durchgekaut. Wenn du das immer wieder vergisst, das vergisst du jetzt, wenn das Gespräch zu Ende ist und dein Telefon klingelt und ein Bekannter ruft dich an und du willst mit dem fortgehen, dann ist das alles wieder weg. Das ist die Vergessenheit. Ja. Jetzt habe ich übrigens ein Zukunftsgefühl in dir produziert. Hast du das gemerkt? Okay, und jetzt kommen wir zu der Floskel, zu der lateinischen Floskel von unserem Professor Lesch. Der spricht hier von einer Conditio sine qua non. Ich habe das sehr oft schon benutzt. Das heißt wirklich übersetzt, eigentlich kann man sagen, eine Bedingung, ohne die nichts geht. Das heißt, das ganze naturwissenschaftliche Weltbild geht von einer Welt da außen, von einem Universum, einem Kosmos aus, der im Laufe von Jahrmillionen, Jahrmilliarden entstanden ist. Das heißt, das sind zwei elementare Fehler. Sie gehen von einer Vergangenheit aus, die Sie jetzt denken, die angeblich existiert hat, bevor Sie sie gedacht haben. Weil uns hat es ja damals noch nicht gegeben. Merkst du, ich spreche einfach nur Worte. Was lösen die Worte jetzt für Vorstellungen in dir aus? Eine Vergangenheit, die jetzt von dir gedacht wird, was ist eine Vergangenheit, wenn du sie nicht denkst? Wenn du an eine Vergangenheit denkst, ist eine Vergangenheit ein Gedanke. Was denkst du bei Vergangenheit? Und du wirst jetzt schon feststellen, du brauchst eine Vorstellung. In dem Moment entsteht eine Vorstellung in dir. Darum ist es so unheimlich wichtig. Selbstverständlich existiert Vergangenheit, aber sie existiert nur jetzt, in dem Moment, wo du dir Vergangenheit denkst. Und was du dir jetzt in die Vergangenheit hinein denkst, denkst du dir eigentlich in einen roten Kopf hinein und verschiebst es rein gedanklich ausgedachterweise woanders hin, wo es gar nicht sein kann, weil kein Gedanke aus deinem Kopf herausgehen kann. Ich rede jetzt immer vom roten Kopf. Du denkst dir jetzt zum Beispiel eine Ariane, eine Sandra und einen Udo in deinen roten Kopf hinein. Wenn du jetzt aber an dich selbst denkst, an den, der vom Computer sitzt, meinst du, diese drei Bilder sind in dem Kopf, wo du dich jetzt selber mit reinsetzt, weil du sagst, das bin ich. Ich merke doch jetzt, dass das in meinem Kopf ist. Meine Information. Aber der Kopf von dem Brösel, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst, der existiert ja auch nur, wenn du dran denkst. Wo war jetzt die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast, dein Kopf? Du musst es immer wieder wiederholen. Ja. Es stellt sich die Frage nicht, ob das stimmt, was ich jetzt behaupte. Ich kann nicht oft genug sagen, Holo-Feeling im Wesentlichen.
weise ich nur auf das hin, was jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort nachprüfen kann, wenn es denke, dieses Kind den Gedankengang mitgeht. Und jetzt sage ich sofort das Gegenteil. Selbstverständlich kann das Kind, das ich mir jetzt ausdenke, nichts überprüfen, weil ein Gedanke von mir nichts überprüfen kann. Ein Gedanke von mir kann auch nichts erleben und nichts erfahren. Jetzt muss ich zurück zu dem Schwarz. Ich habe schon wieder ausgeholt, weil ich merke, immer wenn ich das erzähle, erscheint es dir für einen Moment logisch, aber nur für den Moment, wo ich es erkläre und in dem Moment, wo du das Video abstellst und dann wieder dich der Wirklichkeit zuwendest, was du als wirkliche Vorstellung hast, ist das alles wieder vergessen. Und was mir darum geht, ist, dass dein Bewusstsein so wach wird, dass diese absolute Präzision, was ist jetzt da, immer eingeschaltet ist. Ja. Und du diese ständige Kommen und Gehen von Interpretationen beobachtest, ohne irgendwas verändern zu wollen. Also gut, wir denken uns jetzt einmal, ich kann mich selber denken, ich denke mich jetzt einmal als Mensch, ich lege mich hin, ich mache die Augen zu und ich merke, wenn ich meine Augen nicht mehr jetzt ausdenke, zumache, wird es finster. Ich lege die Hände auf die Augen, ich merke, das Finster verändert sich, ich schaue mir dieses Finster an und jetzt frage ich mich zeitlich, wie lange bin ich in der Lage, dieses Finster, das ich immer, wenn der Flackern mit dabei ist, das zu beobachten. Jetzt ist nicht Zeit, ist natürlich immer jetzt. Jetzt, wenn ich normal zu dir rede, wirst du feststellen, ich spreche jetzt an Menschen, den ich mir ausdenke, der das ausprobiert, zu, dass der das mit Sicherheit, bin mir ziemlich sicher, die wenigsten werden das 5 Minuten schaffen. Wirklich finster zu beobachten. Ja. Filzmäßig. Weil dann plötzlich, und da haben die keinen Einfluss nicht drauf, werden die an was anderes denken. Jetzt wohlgemerkt, du liegst immer noch im Bett, du hast die Augen zu, weil du die Augen zu hast, ist es finster, du beobachtest dieses ganz bewusst, dieses Finster, das ja als Information zuliegt, weil du ja die Augen zugemacht hast, du siehst ja dann nichts mehr. Blödsinn, du siehst doch finster. Ja. Du kannst nicht abstellen, dass du nichts mehr siehst. Mhm. Lass das auf dich wirken. Schon der Trugschluss, wenn einer sagt, ich habe 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen, in der Zeit habe ich nichts gesehen. Der denkt sich schon wieder Vergangenheit aus dir konstruieren. Mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Ich erkläre es nicht nochmal. Jetzt willst du diskutieren, wenn ich das 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel haut es komplett vom Tisch. Also gut, ich sehe finster und plötzlich, offensichtlich ist da was in mich drin, das sich langweilt, längere Zeit nur finster zu betrachten, werde ich an irgendwas anders denken. Es ist hochinteressant. Ist es eigentlich noch finster, wenn ich nicht an finster denke? Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn ich an was nicht denke, ist es nicht. Aber was noch viel interessanter ist, liege ich eigentlich auf dem Bett und grübel über was nach, wenn ich nicht an den denke, der auf dem Bett liegt? Es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Das heißt, es gibt das Existierende, das an ständigen Wechsel unterliegt, das nenne ich deine Gedankenwellen, und dazu gehört etwas Nicht-Existierendes, das wäre jetzt rot geschriebenes rote Sein, praktisch das, was immer ist. Das, was immer da ist, ewig da ist, kann nicht existieren, weil alles, was existiert, tritt aus dem, der immer ist, heraus für einen kleinen Moment und es unterliegt einer ständigen Veränderung. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Dann hast du verstanden, was du selbst bist. Aber noch lange nicht, wie du funktionierst. Man kann das in einfachen Worten machen. Und der Lesch jetzt, der sagt, die Bedingung, ohne die es nicht geht, es muss ja irgendwann einmal die Welt an Anfang gehabt haben, das heißt, der lässt nicht los von einer Vergangenheit, die er sich ausdenkt, und dann kommt er das Spiel mit dem Urknall. Das Ganze nennt sich dann übrigens hier bei der Stelle, wo der Redo eingespielt hat, bei 13. Da kommt dann, er sagt, das erste Mal unser Problem mit den Divisionen. Das heißt, der Bruch, im Bruch rechnen sieht es folgendermaßen aus. Wenn wir jetzt die deutsche Bruchrechnung hinschreiben, hast du oben den Zähler stehen, dann hast du den Bruchstrich und unten hast du den Nenner. Und dann weißt dieser Lesch darauf hin, in seinen Formen, dass wenn wir jetzt hier den Nenner immer kleiner machen, das heißt, umso kleiner der Nenner gegen Null fährt, umso größer wird das Ergebnis. Und bei Null, sagt der Lesch, kriegen wir praktisch unendlich. Es macht keinen Sinn, irgendeinen Zähler durch Null zu teilen. Weil die Wissenschaft, die klassische Mathematiker, haben ein Riesenproblem mit der Zahl Null und mit unendlich. Ich sage immer wieder nichts und alles. Das ist im Prinzip dasselbe. Das sind zwei Sachen, die man nicht denken kann, die nicht vorstellbar sind, die nicht existieren können. Es gibt nicht nichts, was weil nichts ist ja gerade das Gegenteil von Existenz. Und alles, dieses Spiegelbild von dem Nichts ist aber auch nicht denkbar,
All das kann nicht existieren, weil immer nur Facetten existieren. Ein Ausschnitt von Kollektionen. Kollektion, Selektion, Facette von Facette von Facette von Facette. Und du musst dich sehr rein konzentrieren, bis du dann eine Vorstellung kriegst, eine kleine Gedankenwelle kriegst. Aber auch tausendfach durchstehen. Das heißt also, da kommt jetzt, da wird nicht losgelassen davor. Das ist, jetzt pass auf, jetzt schauen wir nur, jetzt machen wir Holofeeling. Jetzt zeige ich dir, was Holofeeling bringt. Das ist also insgesamt, sieht es folgendermaßen aus, wenn wir jetzt hier, ich könnte jetzt das auf dem Bildschirm, ich mache das einmal schnell. So, das ist also hier, das Klassische ist eigentlich Kindergartensache. Was natürlich jetzt interessant ist, ist hier schon, wir haben einen Zellmeer und einen Bruchstrich und wir haben einen Nenner. Das heißt, wenn wir den Nenner immer kleiner machen, umso mehr der auf Null fährt, umso mehr wird das Ergebnis von diesem Bruch, wenn man hinschreibt, wird immer größer. Bei Null wird es unendlich. Ich mache mal, wenn einer ganz schwach im Kopf rechnen ist, nimm mal den Zähler, nimm mal als den Zähler mal die 10, okay? Und wir gehen noch krasser, wir sagen, der Zähler ist 1. Okay? Wenn ich jetzt 1 durch 1 mache, habe ich 1. Wir haben ja gesagt, wir nähern den Nenner gegen 0. Wenn ich 1 durch 0,5 mache, kriege ich 2. Wenn ich 1 durch 0,1 mache, kriege ich schon 10. Das heißt, umso mehr wir an die Null hinfahren mit dem Nenner, umso größer wird das Ergebnis. Verstanden? Ja. Okay, worauf ich jetzt hinaus will, ist Holofeeling, wo die keine Ahnung haben. Das ist ein Matrix-Programm. Wir beginnen zuerst einmal mit dem Bruchstrich. Wir hebraisieren einmal das Wort. Wir beginnen mit dem Wort Beruch. Ein Bruch heißt eigentlich im Geist B-R-U-Z. Das ist jetzt interessant, das heißt hier im Klassischen bequem und weit auseinander, in, an, über, Geist. Genau genommen ist dieses B im Geist. Siehst du, da haben wir übrigens einen kleinen Fehler, das ist ein Nun, das muss ein B sein. Ja. Das heißt im Geist. Das ist mal schon mal die erste Sache. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der Geist selber, auf Hebräisch Ruch, dass man den immer rot und blau machen könne. Das heißt, wenn wir den rot machen, heißt es, symbolisiert den geistigen Kopf, im Geist verbunden ist das absolute göttliche Kollektiv, das ist alles gleichzeitig. Das ist es unendlich viele, alles gleichzeitig in einer Einheit gedacht, das wäre das, was immer ist ohne Wellen. Und alle Wellen entspringen aus dieser großen Einheit, praktisch werden Facetten herausreflektiert, das sind die Gedankenwellen. Wenn wir das blau machen, ist es eine bestimmte Berechnung, wird zu einer aufgespannten Kollektion von Denkmöglichkeiten. Drum ist es interessant, dass das hebräische Wort Ruch nicht nur Geist hast, sondern auch Wind heißt. Und ich habe schon darauf hingewiesen, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Gesichtsfeld den Eindruck hast, du schaust nach außen, immer an die VR-Brille denken. Wenn du jetzt deine VR-Brille aufhast und du schaust nach außen und du siehst da außen einen Baum, wo sich die Äste bewegen, die Zweige bewegen, was ja letztendlich nur auf dieser Stereobrille da ist. Da außen ist ja nichts. Dann sagst du, das macht der Wind, der die Blätter bewegt. Aber den Wind kannst du nicht sehen, so wenig wie du das Licht sehen kannst. Das haben wir am Anfang gehabt. Du sagst, wenn du was siehst, das sehe ich, weil das angestrahlt wird von Licht. Es wird von was angestrahlt, was du gar nicht siehst. Das könnte ich wieder an mein Beispiel mit der roten Rose. Hat der Rido erst ein Update reingestellt. Die Rose ist nicht rot. Das ist die einzige Farbe, die sie nicht ist. Bei Rot wird er reflektiert, alle anderen Farben werden absorbiert. Die isst alle Farben bis auf die rote Farbe, die spuckt sie aus, darum wird sie reflektiert. Der Materialist sagt natürlich, die Rose ist rot. Muss man verstanden haben. Du wirst merken, der Materialismus stellt alles auf den Kopf. Das Hauptproblem im Materialismus ist das sogenannte kausale, das chronologische kausale Denken von Anfang und Ende. Also wir haben einen Bruch. Dieser Ruch heißt übrigens dann auch die vier Weltgegenden. Man nennt es oft Himmelsrichtungen, wobei das keine Himmelsrichtungen sind, weil der Himmel oben ist und wir ja nur eine Flächenwelt haben. Und in einer Fläche gibt es vier Richtungen von einem Punkt. Die können wir jetzt zum Beispiel hier Norden, Süden, Osten, Westen nennen. Wenn ich in einem Zentrum bin, kann ich in vier Richtungen schauen. Wenn das eine reine Flächenwelt ist, kann ich aber nicht nach oben und nach unten schauen. Darum sind es vier Himmelsrichtungen. Damit ist das Wort Himmelsrichtung eigentlich schon verkehrt, weil da müsste ich ja nach oben schauen, wenn ich mir den Himmel nach oben denke. Genau genommen heißt es die vier Weltgegenden. Das sind die Gag, da steht es. Hier genau. Das sind die vier Weltgegenden. Das sind die vier Seiten von den unseren Tetraederspiegeln. Und der fünfte, der im Zentrum da drin ist, der bricht auseinander
durch diese Spiegelungen, darum heißt es Beruch, ist der Bruch. Das heißt, du bist dein Indivisionalbewusstsein. Die Divisionen sind ja schon wieder, das ist ja nur hier ein anderes Wort für unsere Bruchrechnung. Okay, das ist das erste, ist Bruch und dann haben wir Strich. Jetzt schauen wir uns das einmal an, was der Strich ist. Der Strich ist zuerst einmal SDR. Und SDR heißt das Geheimnis, auch das Versteck. Da haben wir wieder jetzt, wenn man es auseinanderbrechen lässt, werden das Ecken. Aber sonst ist es ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist ein Ich. Das heißt, im Geist, Beruf ist das Geheimnis deines Ichs. Das liegt in diesem Bruchstrich. Dieser Bruchstrich ist jetzt eine Ebene. Das ist unsere Nulllinie. Wir denken uns einmal jetzt unseren Wasserspiegel. Okay? In dem Meer, unterhalb, ist jetzt einer, der benennt irgendetwas. Und das, was er benennt, wird oben zum Zähler. Was meine ich damit? Da muss ich jetzt erst einmal wissen, was der Zähler ist. Das beginnt erst einmal die Geburt einer Schöpfung mit zwei Pünktchen drüber. Siehst du das? Blau gelesen. Wenn wir die Geburt dieser Schöpfung hier reinschreiben, dann wirst du schon mal feststellen, dass etwas auftaucht. Das heißt nämlich erst einmal die Generation in einem Eck. Das ist hinaus. Es wird das hinausgedrückt. Das sind deine Gedankenwellen. Herausgehen, fortgehen. Das haben wir übrigens dann auch, wenn wir zum Beispiel jetzt auf deine Cyberspace-Brille schauen, habe ich so oft darauf gewiesen, dass dein menschlicher Körper sehr, sehr wichtig ist. Wir können jetzt den Nenner machen, da wird es natürlich ganz, ganz interessant, wenn wir uns jetzt den Nenner genauer anschauen. Wenn ich den jetzt hebraisiere, das ist also hier, da haben wir nämlich dieser Nenner, da muss ja eine Bewegung stattfinden. Das heißt, wir haben zuerst einmal einen existierenden Augenblick, das ist der Gedanke, den wir uns denken, das ist ein existierender Augenblick, der ist in uns drin. Und der wird aber erst in uns im Meer selber, das ist eine Einheit, der wird erst beweglich, wenn wir den nach oben stellen. Das heißt, wir müssen jetzt diese Existenz in uns drin erwecken, das ist NER. Und dieses NER, wenn du das jetzt hier lesen tust, das heißt existierende augenblickliche Berechnung, imperfekt gelesen, heißt es, wir werden erweckt. Und dieses, wir werden immer dran denken, ich habe jetzt hier NE, NE, dieser Nenner, und das ist NER. Das heißt, das Bewegtbild entsteht in dem Moment, wo wir erweckt werden. Das ist der Nenner. Und dieses Erwecken erfordert, dass wir die Geburt einer Schöpfung über uns drüber stellen, über unsere Nulllinie Bruchstrich. Im Geist selber ist jetzt das Geheimnis des Ich oder das Versteck, wenn ich es blau mache, aber jetzt habe ich schon wieder das Eck. Da denkst du jetzt einfach eine Dreieckspannung hier drüben. Ich erkläre jetzt etwas ganz, ganz kindhaft, laienhaft. Was hier eigentlich wichtig ist, dass es immer Divisionen von Einheiten sind. Und jetzt ist das kausale Denken. Das ist eine Petitio Principi. Das ist eine, du gehst von Grundannahmen aus, aus Materialisten, nämlich von deinem gewissen Wissen aus, und das ist das einmal, das beginnt mit dem Bruch des zweiten Gebotes, wo es heißt, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Es heißt nicht, dass du dir prinzipiell keine Bilder machen darfst, du solltest bloß nicht glauben, dass die Bilder da oben im Himmel sind, wenn du dir das nämlich in den Himmel reindenkst. Auch selbst, wenn du dir was ausdenkst, egal wo du dir das räumlich wie zeitlich hindenkst, ich wiederhole immer dieselben Sätze. Es ist hier und jetzt dein Gedanke in deinem Kopf. Es ist deine eigene Form, die du Geist annimmst. Du bist die 200 Gramm rote Knete. Und jetzt kommt diese Sache von einer Grundannahme, dass hier, ich mache mal so ein einfaches Beispiel, zuerst einmal die Kausalität tauschen kannst. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, dann setzt du schon wieder eine Vergangenheit, wo du davon ausgehst, dass das schon passiert ist, bevor es dich gegeben hat. Aber jetzt ist die Frage, du musst dich hier nicht können. Der sich was ausdenkt, ist was anderes wie ein Gedanke von sich selber. Lass das auf dich wirken, und hier ist der Materialismus und die ganze Religion so unheimlich übermächtig. In Ich Bin Du heißt es schon, du wirst feststellen, in einer momentanen Traumwelt gibt es bloß eine Weltreligion und das ist Materialismus. Das heißt, bring mir irgendeinen gläubigen Menschen, egal in welcher Religion, in welcher Sekte, ein Christen, ein Moslem, egal was. Jeder, der in dir auftaucht, wenn du genau zuhörst, wenn der spricht, was er nicht in Frage stellt, ist, dass er ein trocken, ein sterbliches Säugetier ist, das in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren wurde, und dass die Welt auch dann da außen ist,
wenn er nicht dran denkt. Ob jetzt da solche Deppen diskutieren, ob die Welt da außen, wo wir uns drauf befinden, eine Kugel oder eine Scheibe ist, ist sowas von gleichgültig. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Zumindest für dich. Und wenn jetzt irgendeiner in dir auftaucht, der wo was anderes behauptet, ist das wieder der Spinner. Ich sag, das sind Wertedefinitionen. Geist, wirst du in dem Moment, wo du nur schaust, was jetzt da ist, und zwar dir vollkommen bewusst machst, was hier und jetzt als Information in dir vorliegt. Und als bewusster Geist, das ist natürlich jetzt ein Symbol, was ausgedacht ist, weil der ist ja nicht denkbar, der macht sich zuerst einmal bewusst, ist das, was jetzt, was ich zu sehen bekomme, ist es eine feinstoffliche Information oder ist es eine reale Information? Real ist alles, was auf diesem Arrangement in meiner Cyberspace-Brille in Erscheinung tritt. Die Cyberspace-Brille wird symbolisiert durch deine zwei Augen, die du dir auslegst. In den Augen sind Stäbchen und Zäpfchen drin. Ich habe das so oft erklärt. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. Wir bleiben mal bei den Zäpfchen, die sind wichtiger. Ja, ich schreibe jetzt da nur Zäpfchen rein. Schau, Zapfen im Auge. Erkennt er. Da wird es jetzt dann schon interessant. Das sind die Zapfen, das ist die Farbwahrnehmung. Ich mache es ganz kurz. Wir sind eingeteilt, diese drei Zapfentypen. Das ist zum einen der S-Typ. Okay? Ja. Der S-Typ ist der sogenannte Blaurezeptor. Der M-Typ ist der Grünrezeptor. Der L-Typ ist der Rotrezeptor. Jetzt, wie ist ein Fernsehbild, ein Monitorbild aufgebaut? Da sind Lämpchen drin, nämlich Rotlämpchen, Grünlämpchen, Blaulämpchen. Okay? Was jetzt natürlich noch interessant ist, blau, das hebräische Wort für blau ist Chol, das heißt das Weltliche und S steht für Raumzeit. Das heißt, dein Blaurezeptor macht, ist der raumzeitliche Typ. M, grün heißt Irak, heißt ausspucken. M steht für Gestaltwerdung, alles was du ausspuckst, wird Gestalt. Und L steht ja für Licht, rot steht für den Adam, du bist das Licht, du bist der Rote. Wir können natürlich noch einen Schritt weitergehen, wenn wir die Zapfen machen. Dann habe ich gerade schon gesagt, ZA heißt zuerst einmal ein Dreck. Das heißt hinaus. Schau mal, wenn ich jetzt hier, ich mache immer die VR-Brille ja so. Jetzt denk an unseren Eckspiegel. In dem Moment, stell dir mal vor, da wird jetzt hier Eckspiegel sein. Da es flach ist, ist diese Tiefe als Ding an sich ist eigentlich schon eine Illusion. Ich habe so oft darauf hingewiesen, ein klassisches Bild hat zuerst einmal eine Breite. B-Rei heißt im Spiegel. TAF 11 heißt Wachraum, im Spiegel ist ein Wachraum. Das wäre aber jetzt unendlich, nur ein unendlich feiner Strich. Wir brauchen jetzt eine Höhe dazu, das ist HOH. Das ist HWH, weil das WAF ist ja auch O, das ist das hier. Das ist Breite und Höhe, ist das Einzige, was existiert. Die Tiefe selber ist eine Illusion, schon wenn ich jetzt den Dingern Blick gebe. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Finger und einen Daumen hinhalte und ich fahre jetzt mit dem Daumen weg, wie weit ist jetzt auf der Glasplatte, auf dem Monitor der Daumen und der Finger auseinander? Ist da überhaupt der Daumen und ein Finger? Kann ich in die Richtung eigentlich gehen, wenn das flach ist? Das heißt schon, die zwei Brillen, muss ich mir so denken, das symbolisiert die Ecke. Verstanden? Ja. Das symbolisiert die Ecke, obwohl da hinten ja nichts ist. In dem Spiegel ist ja nichts drin. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt ist der Finger näher und jetzt ist er weiter weg, das ist Blödsinn, der ist auf dem Monitor. Und da ist überhaupt kein Finger, sondern das sind nur Zapfen. Wir können natürlich das mit Zapfen nochmal einen Schritt weitermachen. Das ist Matrix. Nochmal, es ist Matrix. Wir lassen mal das Aleph in dem Wort Zapfen, lassen wir mal das Aleph wegfallen, ist ja Vokal und wir machen nur ZB. Und jetzt lasse ich mal, das ist die Geburt von Wissen, wenn wir hier schauen. Das ist rot geschrieben, es ist der ewige Geburtsgeber, ist der geistige Schöpfer. Wenn wir es blau machen, wird aus diesem ewigen Geburtsgeber, wird dann die Geburt von einer Schöpfung, von irgendeiner Schöpfung. Entschuldigung, ZB. Ich muss noch draufdrücken, jetzt. Das ist der ewige Geburtsgeber, ist immer die absolute Weisheit und dann wird jetzt der Geburt, wird dann eine vergängliche Geburt von irgendetwas, von irgendeinem speziellen Wissen. Das blaue P. Okay? Die Geburt des Wissen. Schau mal, was das bedeutet. Auftauchen, schwimmen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Rede ich nicht laufen von Gedankenwelt von LHJ? Ja. Jetzt ist es natürlich ja so, dass hier diese Zapfen, jetzt was du in der Schule lernst, die Augen sind Symbole. Du träumst jetzt. Das heißt, der ganze menschliche Körper, wie der funktioniert, ist schlichtweg und einfach nur symbolische Bilder, wie deine Traumwelt, das Computerprogramm in deinem Traum funktioniert. Lass uns das einmal genauer anschauen. Das heißt,
Man hat uns in der Schule erzählt, das Auge ist auch dann da, wenn man nicht an die Augen denkt, haben wir die Augen nicht, können wir ja nicht sehen, obwohl wir durchaus was sehen, auch wenn wir nicht an die Augen denken, weil man ja glaubt, es ist hundertprozentig sicher, dass die Augen auch dann da sind, wenn wir nicht dran denken, sonst könnten wir ja nichts sehen. So baut sich die ganze Naturwissenschaft auf und sieht das als hundertprozentig sicher an. Okay, jetzt pass auf, das sind ja Rezeptoren, Rezept heißt Empfänger. Das heißt, man glaubt, da außen ist irgendwas, auch wenn man nicht dran denkt, und da kommen jetzt Lichtstrahlen, Photonen von da außen reingeflogen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Ich sag, zeig's mir. Das sind logische Konstrukte. Das ist all das Zeug, kann sich nur einer ausdenken. Wenn er vorher das Wissen hat, kann er diese Vorstellung in seinem Bild aufbauen. Denk immer an den Computer. Auf einem Bildschirm kann nur das auftauchen, was als Programm und Daten vorliegt. Was du am Programm und Daten nicht zum Denken benutzt, kann auch keine Bilder aufbauen. Das, was nicht die real in Erscheinung tritt, kann auch nicht entdeckt werden. Mein Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff Beispiel. Ja. Da müssen wir jetzt auf geiler Sack die Formel kommen, wo da eigentlich schon drinsteckt, dass es einen Raum ohne Gegenstände gar nicht gibt. Das ist ein Traum. Da wird Physik richtig spannend. Jetzt pass auf, aber ich bleibe mal, was normal ist. Da wird mir jetzt kein normaler Mensch widersprechen. Da prallen jetzt, gehen in dein Auge von außen irgendwelche Photonen ins Auge rein, die treffen auf diese Rezeptoren. Diese Rezeptoren machen dann elektrochemische Signale draus, das geht in dein Gehirn, und wenn es in dein Gehirn drin ist, siehst du das Bild, das angeblich da außen ist, auch wenn du nicht rausschaust. Okay? Wir drehen jetzt das um. Wir sagen, diese Augen symbolisieren diese Rot-Grün-Blau-Matrix, diese Anordnung, dieses Arrangement von Pixeln sind keine Rezeptoren, sondern kleine Lämpchen, die hast du vor den Augen. Okay? Und da das jetzt in den Thalamus reingeht, diese Rezeptoren gehen direkt in den Thalamus rein, was ja Schlafzimmer heißt, ein Gehirnregion. Das ist der Computer und der steuert diese Lämpchen vor deinen Augen an und in dir hast du dann den Eindruck, das ist da außen vor dir, das ist, wenn du auf eine Brille aufsitzt. Oh ja, ja. Was wir als Abkürzung für virtuelle Realität sehen, jetzt müssen wir das lateinische Wort virtuell anschauen und vor allem das lateinische Wort Realität, was das eigentlich heißt. VR, das da mal einzeln heißt, eine aufgespannte Berechnung. VR. Stimmt oder stimmt? Wenn man ein bisschen Vordersprache beherrscht. Und jetzt ist es so, dass dein Körper, den du dir ausdenkst, der ist voller Rezeptoren. Du hast ja nicht nur diese sehempfindlichen Rezeptoren in deinen ausgedachten Augen, sondern du hast auch zum Hören in dein Ohr, Ambossteich, Trommelfell, Ambossteichbügel, Cochlea, geht in die Cochlea, in das Innenohr rein. Das ist eine Schnecke mit 3,5 Windungen und da sind kleine Härchen drin. Ich habe die noch nie gesehen. Und am Ende dieser kleinen Härchen sind auch Rezeptoren. Und wenn jetzt da Schallwellen reingehen, dann zittern diese kleinen Härchen und es löst dann hier in den Rezeptoren Geräusche aus. Okay? Geht direkt in den Thalamus rein, in das Schlafzimmer und dann hörst du die Geräusche. Das können wir jetzt umdrehen, das sind die zwei In-Ohr-Kopfhörer, die von innen angesteuert werden, dass die zum Schwingen anfangen. Von was für außen kommt gar nichts. Hast du verstanden, was ich meine? So wie die Lämpchen in dem Auge, was jetzt keine Empfänger sind, sondern eigentlich Lampen sind, wir drehen das, vom Thalamus, vom Schlafzimmer angesteuert werden und du kriegst die zweites Arrangement von Helligkeitsunterschieden auf deiner VR-Brille, die genau genommen deine Augen sind jetzt symbolisch, wird deine Cochlea, was ein Rezeptor angeblich von Schallwellen von außen angekriegt wird, wird so ein In-Ohr-Kopfhörer, das auch in den Thalamus reingeht und jetzt dann Stereo-Kopfhörer, der die illusioniert, dass da außen irgendwas ist. Jetzt haben wir das schon weg, dass da außen was sein müsste, es kommt immer von innen nach außen. Weil bevor du dir was nicht ausdenkst in diese Wandler, reindenkst, ist nichts da. Außen gibt es sowieso nicht, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, du hast natürlich auch sogenannte Das-Tentikel an der ganzen Hautoberfläche. Das heißt, wenn du dich irgendwo anfasst, spürst du das ja. Du spürst es aber erst, wenn der Rezeptor ein Signal ins Gehirn hoch, geht übrigens auch direkt in den Thalamus rein. Schlafzimmer. Da oben siehst du es und du denkst dir das jetzt aus und meinst, du spürst es davon. Ich habe tausendmal schon gesagt, in der Hand, rein schulmedizinisch ist an deinem Körper nichts drin, wo irgendwo was spüren könntest. Du spürst es erst, wenn es in deinem Gehirn ist. Du denkst dir das aus. Du erzeugst irgendwie das Gefühl, dass das da außen ist, obwohl da außen nichts ist. Ein altes Beispiel wäre der Phantomschmerz. Phantomschmerz, ja. Dein Gehirn gaukelt dir vor, dass das Bein noch da ist. Ich sag, dein Gehirn gaukelt dir vor, dass da außen eine Welt ist.
Wenn du das zweite Gebot hältst, wirst du feststellen, da außen ist überhaupt nichts. Du bist ein träumender Geist. Es gibt kein außerhalb des Kopfes eines träumenden Geistes, wenn der Geist träumt. Das ist nicht Science Fiction, was ich mache. Ich erkläre dir jetzt deine Wirklichkeit, deine wirkliche Realität. Wir machen jetzt alles weg, was man nicht überprüfen kann. Alles, was man blind glauben muss, löschen wir einfach aus und dann bleibt das über, was du überprüfen kannst. Das ist das, was ich dir jetzt erzähle. Du kannst es natürlich mit den Zapfen nicht überprüfen, nicht mit den Kirchen, da muss ich in einer Metaphersprache sprechen. Da bin ich das mal sehr wohl bewusst. Wie war das im letzten Selbstgespräch? Wir denken unseren Windows-Computer und wir denken unseren alten C64 mit Basic. Und es kann durchaus der Windows-Computer in den C64 Computer Daten einspielen, weil du kannst mit Windows Basic Daten ausgeben. Das heißt, Windows versucht einem Basic Computer zu erklären, was Windows ist, darf aber nur Windows Basic sprechen. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn du dich mit einem Zweijährigen, der gerade hier die ersten Geräusche von sich gibt, Papa, Mama, also einen rudimentären Wortschatz von 60 Worten hat, Ball, Ball, Wow, Wow, und du sollst ihm erklären, wie die Quantenmechanik funktioniert. Oder wie man Pfannkuchen macht. Dann wirst du feststellen, du kannst es zwar, aber du darfst nur die Worte benutzen, die er versteht. Das ist zurzeit genau das, was ich mache mit euch. Natürlich alles nur eine Stufe höher. Ich mache zurzeit nichts anderes. Ich bin permanent auf Kompromisse angewiesen. Und ich bin, du heißt schon, mein Menschensohn hat ein Riesenproblem. Er versucht dir was mit Worten zu erklären, das durch jedes einzelne Wort, das ausgesprochen wird, zerstört wird. Was die heilige Einheit ist. Ja. Also gut, wir kürzen das nochmal ab. Jetzt wird's sehr spannend. Das heißt, du hast ja noch mehr Rezeptoren. Du hast zum Schmecken, immer dran denken, Scham, Shin, Mem, Ecken. Zum Schmecken hast du sogenannte Geschmackspartikel auf der Zunge. Das waren, eine Zeit lang waren das vier und dann ist dieser fünfte Geschmackssinn dazugekommen. Also fünf zum Schmecken, wenn wir das vollzählig machen. Und du kannst auch noch riechen. Interessant ist, dass jetzt rein in der Schulmedizin, wohlgemerkt symbolische Bilder, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Ich betone immer wieder, egal was du mir zeigst, das ist richtig. Nur die Interpretation, die du, die Vorstellung, die du beigebracht bekommen hast, was das bedeutet, ob mir Bibel lesen oder physikalische Formel lesen. Ich sage dir, ein Physiker hat null Ahnung von den Worten und was ich jetzt mache, wir können das ja willkürlich verändern, aber ich sage, wir bleiben rein nochmal in dem, was du in deinen Wörterbüchern findest. Denk an meine Mathematik, an all diese vielen Worte, wo ich schon erklärt habe, an die Fakten. Ein Faktum ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache und es gibt keine historischen Fakten, weil es prinzipiell schon gar keine Vergangenheit gibt. Das muss dir immer wieder bewusst werden, wenn du jetzt an Vergangenheit denkst, besteht die Tatsache darin, dass du jetzt an irgendwas denkst, dass du dir in die Vergangenheit denkst, das aber hier und jetzt in deinem Kopf ist. Das ist es Faktum. Und nicht, dass das, was du momentan denkst, dass das in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Lass das auf dich wirken. Du wirst merken, da werden jetzt normale Menschen ohne Holophilic-Grundwissen vollkommen überfordert, obwohl ich ein ganz einfaches Deutsch spreche. Das könnte auch verstanden werden ohne Holophilic. Du musst nur den Gedankengang mitgehen, wie ich sage, ich bin der erste, jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen. Und jetzt beobachte mal dein eigenes Programm, wie du immer und immer wieder wegglitscht. Komplett in die Vergessenheit gehst, sobald Alltagsprobleme sind. Ihr könnt jetzt da ganz kurz Insider verstehen, den Witz sagen, ich sitze hier ausgedachterweise 30 Jahre in meinem Stuhl fast den ganzen Tag. Irgendwo mussten ja diese zigtausenden von Zeiten geschrieben worden sein, denke ich mir jetzt in die Vergangenheit. Ich hatte nie Probleme, bis sie in mir aufgetaucht ist und jetzt kotzt du mich jeden Tag an. Insider, wir verstehen den Witz, Ariane. Und du bist schuld. Ja. Also pass auf. Jetzt ist es also so, dass die ganzen Rezeptoren, nicht alle, du wirst merken, die vom Auge, die Zapfen, die Härchen in der Cochlea, was natürlich interessant ist hier, da haben wir ja das H, ist ja HR, die wahrgenommenen Berechnungen, das ist immer wieder vom Ohr, ich ohrbare dir ja ein vollkommen neues Wissen. Darum nenne ich das nicht Offenbarung, sondern Ohrenbarung. Von Geist zu Geist, aus dir, es kommt immer aus dir, was immer, du bist ein träumender Geist, egal was du zu sehen bekommst, es taucht in dir auf, es muss vorher schon in dir drin gewesen sein.
löse dich von diesen Fehlglauben, dass unabhängig von dir da aus deine Welt existiert. Es ist wie wenn du glaubst, es existiert unabhängig von mir, vom träumenden Geist der Traum. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Es gibt prinzipiell keine Existenz ohne einen Denker, der sich das ausdenkt. Es gibt keine Gedanken ohne Denker. Und jetzt ist es das, was gedacht wird, existiert, und der Denker ist dazu das Minus des Nicht-Existierte. Natürlich nicht in dem Moment, wo ich mir das ausdenke, in dem Moment ist das Nicht-Existierende ja auch ein Gedanke, zwangsläufig die Gegenseite vom Existierenden. Lärm und Stille, Gesundheit und Krankheit, das gilt für alle Sachen. Und was jetzt hier passiert, dass man hier das untrennbar Zusammengehörende auseinanderreißt. An irgendeiner Stelle und setzt es in die Vergangenheit. Man sagt, da war der Anfang und da ist das Ende. Aber Anfang und Ende, wenn ich es immer so mache, du kannst beim Kreisen, wenn wir zwei Punkte auf den Kreis nehmen, wirst du feststellen, wenn einer nach oben geht, geht einer, ich mache es immer so, wenn einer nach oben geht, geht einer nach unten, wenn einer in die Richtung fährt, fährt einer in die Richtung. Das heißt dazu, insgesamt ist es immer ausgewogen. Das ist wie wenn du von oben auf ein Wasser schaust und wir schmeißen einen Stein rein. Dann werden sich Wellen ausbreiten, sobald sich in die Richtung was bewegt, bewegt sich auch was in die Richtung. Aber natürlich nur in unserer vorgestellten Welt. Von wo nach wo bewegt sich das in deinem Kopf? Wenn jeder Punkt, den du dir irgendwo hindenkst, hier ist und immer jetzt gedacht wird, kann man eigentlich früher was denken und später was denken? Kann ich nicht alles, was ich denke, bloß jetzt denken? Also pass auf, diese Rezeptoren, das ist ganz interessant, die Augen gehen in den Thalamus, lehrt die Schulmedizin, die Cochlea, die Härchen, die Signale gehen in den Thalamus, die Geschmacksverbinden auf deiner Zunge gehen in den Thalamus, die ganze Sensorik, der Tastsinn, wie man das nennt, diese Berührungssensoren in deiner Hautoberfläche gehen in den Thalamus. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist die Nase. Der Geruch. Geruch. Geruch ist der Geist des Geistes. Oder der Geist, der diese vier Himmelsrichtungen, den Wind in dir erweckt. Der geht nicht in den Thalamus, nicht ins Schlafzimmer, sondern der geht direkt ins limbische System. Schauen wir uns nur die ersten drei Worte an, das ist das Licht des Meeres. Geruch wiederum, das deutsche Wort Geruch auf Hebräisch heißt Rich, R-I-Z, das ist der Kopf deines Geistes. Hört man es nicht mehr so gut. Bitte? Jetzt ist es besser. Ist wieder da. Das ist nochmal das hebräische Wort für Geruch. Ruch hatten wir ja gerade schon. Auf Hebräisch heißt Geruch Rich. Das ist der Kopf deines Ich, wenn du es rot schreibst. Okay? Das ist R, der bewusste geistige Kopf des Gotteskindes, ist dieses göttliche Kollektiv, das Rich. Und dieses R, Ich, ist der Kopf des Ich. Das ist jetzt Geruch und das heißt Duft. Ist jetzt interessant, weil du bist FD, das ist eine Facette, die in Erscheinung tritt. Okay? Bist dabei? FD, F ist ja PBH. Wenn wir jetzt FT machen, jetzt passiert was ganz Eigenartiges, jetzt kommst du kommst in den weiblichen Bereich. Das ist nämlich die Scheide, die weibliche Vagina, was auch hier ein Bissen heißt. B, da B auch W ist das B ist Wissen. Jedes Wissen in Element, das in dir auftaucht, ist ein kleiner Bissen von dir selber. Ja. Jetzt vielfältig werden, ein bisschen besonders vom Brot. Brot hast du ja immer Adam. Das heißt, das Polare, dieser Bissen ist ganz besonders immer eine kleine Facette in dem Adam. Passiert auch die Vagina, ist die Scham. Da haben wir wieder unser Shin Mem. Aber da braucht man jetzt Grundwissen dazu. Was hier das Interessante ist, das ist ja, man geht ins limbische System, kann man auch ganz kurz mal schauen, was da ist. Das ist ja das Licht des Meeres, L-I-M. Siehst du, L-I-M, das heißt zum Meer. Zum Meer, wenn man das hebraisieren, heißt es zum Meer, die Rückkehr zum Meer, das Lichtmeer. Jetzt ist natürlich die Eigenart mit der Nase, du hast ja ein Gesicht, die geistige Sicht. Panim. Benim ausgesprochen heißt auch das Innere. Das heißt, deine geistige Sicht ist in deinem Innern. Das ist Benim, das Gesicht selber ist ja flach.
Was über das Gesicht hinausragt, ist das hier. Das ist die Nase. Die ja auch auf Hebräisch in Deutschland Zorn heißt, das heißt die Geburt einer erweckten Existenz. Jetzt hast du diese Ecke, was wiederum auf Hebräisch sich ja nur abschreibt. A, B, das heißt das schöpferische Wissen. Dein schöpferisches Wissen kann über dein Inneres hinausragen nach außen, aber bloß in Form der Cyberspace-Brille. Das, was ich jetzt erzählt habe, für viele Fragezeichen auf den Augen und für viele, die die Grundelemente von Holofeeling verstehen, geht dir das Herz auf. Und wer speist das Schlafzimmer? Wer das speist? Das sind jetzt Geschichten, du musst einfach nur tiefer gehen. Aber wer lässt dich letztendlich träumen? Wer lässt dich jeden Morgen, wenn du die Sandra bist, als Sandra machen? Der Vater, ja. Sagst du mal der sich die Sandra ausdenkt. Sagst du mal der sich die Sandra ausdenkt. Mhm. An was denkst du, wenn du an dich denkst? An die Sandra. Das heißt, in dem Moment, wo die Sandra wach wird und sagt, als Sandra, ich bin wach, muss ja ein Wesen sein, der die Sandra ausdenkt, das ist dein rotes Ich. Da du nur mit Materialismus von einem roten Ich ja nichts weißt. Das ist dieses Ich, wenn ich dich, das ist dem, den ich das erzähle. Wenn ich dich frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, was du jetzt an den denkst, der jetzt vom Computer sitzt. Das macht dein Programm, denk an unseren Splitscreen. Ja. Ich kann jetzt hier eine Menge verschiedener Programme und ich sage, an was denkst du, wenn du an dich selber denkst, denk einmal an dich, dann wird ein ganz bestimmter Körper in dir auftauchen, wenn du an dich denkst, weil das Programm dir vorschreibt, ich bin dieser Körper, aber komischerweise, den ich das jetzt erzähle, ist ein rotes Ich. Das heißt, dein Glaube, dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, wird jetzt eine ganz bestimmte Person in dir auftauchen lassen, wenn du an dich denkst, aber den ich das jetzt erzähle, ist jetzt nicht an ein bestimmtes Programm gebunden, weil der ja eine Stufe drüber steht. Das heißt, du erschaffst das erst einmal selbst als Sandra. Jetzt ist die Frage, wer macht jetzt das, dass die Sandra das macht? Wo kommt das Programm her? Das ist das rote ICH, braucht das JCH. Das ist der Vorder. Jetzt kann ich wieder fragen, wo kommt der her? Der kommt von dem, wo der JCH behauptet, ich bin eins mit dem Vorder. Das ist OP. Und manchmal, in ganz besonderen Fällen, lässt sich der so weit herab, dass er als einzelner Brösel, als unscheinbarer Brösel in den Traum von dir auftaucht. Aber für diese Figur in deinem Traum gilt das, was für alle Gedanken, für alle Figuren in deinem Traum gilt. Das ist einfach nur eine kurzzeitige, vergängliche Erscheinung. Im Prinzip ist es genauso eine Erscheinung wie alle anderen Erscheinungen auch. Mhm. Aber der Vater ist immer eben mit uns, immer hinten dran, oder? Das alles auch. Das ist, wenn du die Hierarchie, die Verzweigung dieser Transversalen runtergehst, was ja immer Synthese ist. Du hast immer diese Triadenlehre, Denker und Ausgedachtes. Beides, These, Antithese ist ausgedacht, bilden eine Synthese auf einer tieferen Ebene. Diese Synthese, wo man denken, sobald du etwas denkst, ist immer, wenn du es denkst, nur eine Seite, da gehört eine andere Seite dazu. Das heißt, diese Synthese hat nochmal ein Gegenwart. Es gibt nichts, was du denken könntest, was in demselben Moment ein Gegenteil erzeugt. Wenn du beides gleichzeitig denkst, wie Wellenberg und Wellendahl, dann hast du diese Antithese und der sich jetzt beide denkt und weiß, die sind ja beide in mir drin. Das ist ja im Prinzip nur eine Spiegelung von Zähler und Nenner. Im Bruchstrich. B, im Geist ist dieses Geheimnis deines Ich. Das ist der Bruchstrich. Und darum bist du ein Indivisionalbewusstsein. Wenn dich das nicht interessiert, wenn du jetzt Geist bist und du hörst es und du sagst, da komme ich nicht mit, das ist einfach, wenn du demütig bist, dann stellst du zumindest fest in Ansätzen, dass du noch ein sehr, 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 sehr unreifer Geist bist. Und ich sage immer wieder, ein Säugling jetzt als Metapher, diese Trockennasenabentwicklung, ein Säugling, der in die Windeln macht, der ist weder blöd, noch ist er dumm, noch macht er was verkehrt, er ist unreif. Unreife ist doch kein irgendwie eine Beleidigung oder Schaden, es ist einfach so. Und wachsen du davon ganz alleine. Holofeeling ist an keine Bedingungen geknüpft, dann überhaupt keine. Das kann ich nicht oft genug sagen. Überall steht, du musst nirgends eintreten, du musst nirgends austreten. Du musst deinen Glauben nicht verändern, weil wenn du mit deinem jetzigen Glauben nicht einverstanden bist, bist du ein blindes Arschloch. Es kostet keinen Pfennig Geld. Und ich war nicht, wenn ich jetzt auftauche, zu dir sagen, du sollst was spenden oder egal wie,
Das ist das Problem, ist das Geld. Du sollst dich beobachten und dir bewusst machen, wie du funktionierst. Dass du dir zuerst einmal sagst, was suggeriert mir meine Logik und was ist wirklich da. Das ist das Einzige, was ich dir vorschlage, nicht einmal vorschreibe, weil sonst würde ich dich unfrei machen. Ich habe dir die Freiheit gegeben, du kannst mir jetzt vertrauen oder du kannst es sein lassen. Und ich sage nicht, dir wird es total beschissen gehen, wenn du das sein lässt, weil das wäre dann schon wieder eine Drohung. Ich habe keinen Druck dahinter, das ist mir voll relativ gleichgültig. Es ist dein Problem, nicht mein Problem. Udo, kannst du noch etwas über das 7. und das 6. Siegel sagen? Oh, weißt ganzer du das? Haufen, ein ganzer Haufen. Okay. So viel, dass ich jetzt gar nicht anfange damit. Ja. Weil das okay. ist die ganze, ich sage immer, lerne das kleine einmal eins und das beginnt wirklich mit diesen Standardsätzen. Mhm. Das ist, du kannst dich immer wieder eineichen in das Jetzt. Und mhm. es macht Angst. Ich kann nicht oft genug sagen, es ist, da musst du durch. Das macht dich allein. Es ist, tut sehr gut, wenn man dann einmal mit einem sprechen kann. Du wirst merken, je nachdem, was du umfällst, du kannst mit kannst sprechen. Außer du hast jetzt ein oder zwei, die auftauchen, die sich schon ein bisschen mit Holophilen beschäftigen. Ja, das Glück habe ich. Und ansonsten geht's überhaupt nicht. Die mögen dir noch so sympathisch sein, wo ich sage, ob das Eltern sind. Ich habe nicht umsonst in dem Neuen Testament darauf hingewiesen, du wirst irgendwann erkennen, deine Feinde sind in erster Linie meistens sogar deine eigenen Hausgenossen. Solange du deinen ausgedachten Trockennasenaffenvater, deine Trockennasenaffenmutter, deine Geschwister mehr liebst als mich, den Geist, der dich am Leben erhält, hast du verloren. Und die Ursache, dass du überhaupt dich als der erlebst, der du zurzeit zu sein glaubst, ist mit Sicherheit nicht irgendein Gedanke von dir. Das heißt, es kann dein Vater, Trockennasenaffenvater und Trockennasenaffenmutter gar nicht gewesen sein. Nein. Du musst immer wissen, wir müssen, können das auch rot machen. Das sind selbstverständlich symbolische Bilder. Man sollte einen Respekt haben. Das ist immer die Demut. Hör auf die Alten. Selbst wenn die dir einen Blödsinn erzählen. Weil du musst dir alle Seiten, du musst auch die Verkehrszeiten durchleben. Wenn du wissen willst, was das Ganze ist und du meinst, du konzentrierst dich jetzt nur noch auf das, was deine Logik dir richtig erscheinen lässt. Das ist Unvollkommenheit. Präg dir folgenden Satz ein. Jeder, der in dir auftaucht, der ein einseitiges Ziel anstrebt, ist ein blindes Arschloch. Er wird seine eigene Vollkommenheit bis in alle Ewigkeit nicht erleben. Jetzt muss ich natürlich sagen, jeder, der in dir auftaucht, dieser Gedankenwelt, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Also verstehe, dass das Metaphern, dass das Symbole sind. Und du Geist, der du mich jetzt hörst, du bist ewig, ob du das willst oder nicht. Also das heißt, ich kann dir das ewige Leben nicht versprechen, das du sowieso schon hast. Aber die Grundvoraussetzung, dass du ewig lebst, ist schlichtweg und einfach, dass du begreifst, dass du was bist, das nicht in Erscheinung reden kann. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Es können Teile von dir aus dir heraustreten, das sind deine Gedankenwellen, die fangen dann zu existieren an, das ändert aber an dir überhaupt nichts. Unsere 200 Gramm rote Gnede, die dieses Nicht-Existierende symbolisiert, die verändert sich nicht, wenn du die Form der Gnede veränderst. Das ist der träumende Geist. Das ist die Energie, die rot geschriebene Energie in der Einsteinform, die eigentlich im Hintergrund steht. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich sage, Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, heißt es, die 200 Gramm rote Gnede kriegen ständig eine andere oberflächliche Form. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist. Und jetzt mache ich einen ganz einfachen Satz. Ein Traum wird nur von dem Geist erlebt, der träumt, aber niemals von den Figuren, die in seinem Kopf auftauchen. Wenn du das jetzt akzeptierst und wirklich verstanden hast, dazu brauchst du kein Hebräisch, gar nichts. Hast du eigentlich alles verstanden. Aber dann wirst du nie mehr mit irgendeinem Gedanken mitleiden. Egal, ob du jetzt einen Menschen ausdenkst, ob du sagst, das ist ein anderer oder das bin ich. Weil du erkennst, dass diese Figuren ja nur so sind, wie du sie jetzt träumst, aber sie als Ding an sich überhaupt nichts empfinden können. Wie oft tausende Male, wenn du jetzt die Selbstgespräche wiederholst, habe ich gesagt, wenn ich dir jetzt mit dem Hammer auf die Hand drauf haue, ich garantiere dir, dass die ausgedachte Hand überhaupt nicht spürt. Ich spür's. Aber du spürst es komischerweise bloß, wenn du sagst, das ist meine Hand. Wenn jetzt hier in deinem Traum, meinetwegen, wir sagen mal, du träumst jetzt, du bist die Sandra und jetzt taucht der Udo auf und der Udo haut sich selbst mit dem Hammer auf die Hand. Richtig kräftig, dass es Blut spritzt. Wird es dich auch zusammenziehen, aber du spürst es nicht sinnlich wahrgenommen, weil irgendwas in dir drin sagt, das ist ja nicht meine Hand. Hau ich dann auf deine Hand, auf den Körper, der du zu sein glaubst,
dann realisiert sich dein Körper, damit realisiert sich auch der Schmerz, wo du sagst, das ist meine Hand. Aber es ändert nichts an der Tatsache, spüren du das nur der Geist, der träumt. Nicht das Gehirn spürt auch nichts. Weil Dinge, die du dir ausdenkst, so sind, wie du sie dir denkst. Und jeden Menschen, den du denkst, ist ein Gedanke von dir. Wenn du jetzt nur feinstofflich denkst. Und wenn der vor dir auftaucht in deinem Gesichtsfeld, real, ist es genauso eine Information, du bist bloß in der vierten Stufe der Vergessenheit. Es ist jetzt ein Riesenunterschied, ob ich jetzt hier einfach in einer Zeitung lese, Terroristen haben einer Geisel den Kopf abgeschnitten, ja. Das sind nur Worte. Ja. Wenn ich jetzt einen Zeichentrickfilm davon mache, ist das noch relativ kalt. Wenn ich jetzt einen Spielfilm davon mache mit moderner Computertricktechnik, wird es mich zwar schon extrem abschütteln und gruseln, aber ich weiß, eigentlich muss ja keiner leiden. Das ist ja nur gefakte Bilder. So, die gibt's eh nicht. Der Bild ist ein Bild. Wenn ich jetzt das in den Nachrichten sehe, ist es schon extrem schockierend. Und sobald es jetzt in mein Gesichtsfeld real vor mir, 5 Meter vor mir an den Kopf unterschneidet, jetzt schau mal in dich rein und du kannst jetzt schon beobachten, ohne dass es jetzt mit deiner Logik drauf reagiert. Dein blaues Ich, dein Programm ist ein zwanghaftes Interpretations-, Reaktions- und Wertesystem. Drum wird ja alles, was dir logisch erscheint, logisch erscheinen. Und wenn du ins Internet gehst, hast du unendlich viele verschiedene Meinungen. Das, was da ist, ist schlichtweg, du glotzt auf dem Computermonitor oder in Bücher, auf Zeitungen, auf verfetzten Papier. Die Illusion, was ist eine Illusion, was ist eine Halluzination? Nochmal nachlesen in der Physik im Leben Gottes. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Sandra. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ja. Dass du dir dessen bewusst wirst, dass jeden Menschen, den du denkst, egal ob er gedacht ist oder real, in deiner VR-Brille als Pixel-Arrangement auf den Zäpfchen in Erscheinung tritt, ist schlichtweg deine Information. Drum ist die Gedanken aller Menschen, die du dir ausdenkst, die nur existieren, wenn du sie denkst oder wenn sie vor dir in Erscheinung treten, real, sind deine Gedanken, sind deine Informationen. Das ist irre. Du bist ein Gott. Ich tauche doch in keine Trockennasen auf dem Aufsandra. Das macht dich alleine, aber es wird genauso umkippen in eine unvorstellbaren Frieden und in eine Freude und du musst dich überraschen lassen. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich drohe dir nicht, das wird passieren. Und das ist auch immer, wenn ich sage, das, was der Körper, der du zu sein glaubst, den jeder normale Mensch versucht am Leben zu erhalten, die Freuden, die du dir in dieser Konsumgesellschaft ein, das liegt alles in einem Wertesystem, das du dir nicht raussuchen konntest. Ja. Verstehst du, du bist jetzt so alt geworden in dem Leben und du wirst weiter, wie ich schon mal gesagt habe, du wirst auch alte Suppen holen und der Körper wird sich auflösen. So wie sich der Säugling auflöst und das Schulkind auflöst. Und es gibt überhaupt keinen Grund davor, Angst zu haben. Das Leid entsteht, weil man damit nicht einverstanden ist. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, bist du ein blindes Arschloch. Das heißt, schon in dem Moment, wo du in deiner Rolle auf die Straße gehst und gegen irgendwas demonstrierst, strebst du ein einseitiges Ziel an. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da musst du ein eiskalter Hund werden, da bist du natürlich ein Außenseiter. Das ist ja immer wieder die Verrückten. Selig sind die Verrückten. Du wirst für normale Menschen dann in einem gewissen Maß verrückt erscheinen. Du hast dich verrückt aus dieser einseitigen Logik. Und in dem Moment, wo du verrückt bist, bist du für normalen Menschen nicht mehr zurechnungsfähig. Die können zwar gewisse Leute zuordnen, aber sobald du eine vollkommen neue Logik hast, verstehst du, der kann nicht sagen, ja, das ist ein Zeuge Jehovas, das ist ein Protestant, das ist ein Katholik, das ist ein Moslem, das ist ein Buddhist. Die kann ich an den Äußerungen zuordnen, wenn du mit Holofeeling auftauchst bei normalen Menschen, weil das kennt ja neu zu keiner. Ja, genau. Bist du nicht mehr zurechnungsfähig, weil dann bist du ja total abgedreht. Das heißt, du wirst in dem Moment ein außergewöhnlicher Mensch. Du lebst außerhalb der Gewohnheiten eines normierten Menschen. Der sich selber als zurechnungsfähig bezeichnet. Ich bin ja zurechnungsfähig. Achte mal auf die Worte. Ich bin ja richtiger Christ, weil ich ja Katholik bin. Ich kann mich ja zurechnen, aber dann richtest du dich schon wieder zu einer ganz bestimmten Sektion der Logik zu. Ja. Und wenn ich jetzt Bilder habe, ich habe so oft gesagt, diese ganzen jetzt bewusst ausgedachten Internetblogger. Es ist ein Satz, der ist so wichtig, jeder Satz ist wichtig. Egal welche Internetseite du mir zeigst, egal welches Buch du mir in die Hand gibst, was darin behauptet wird,
Jetzt müssen wir zuerst einmal voraussetzen, dass wir die Worte alle gleich auslegen, was wir ja schon festgestellt haben, dass dieselben Worte je nach Interpretationssystem ganz andere Vorstellungen erzeugen können. Mhm. Wir gehen einmal davon aus, wir haben dasselbe Wortinterpretationssystem, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder meistens sogar was ganz was anderes behauptet. Wer bestimmt jetzt, welche Seite richtig ist? Schon die Frage nach einer richtigen Seite zu fragen, setzt im selben Moment verkehrte Seiten. Das eine gibt's gar nicht ohne das andere. Das heißt, dass ich jetzt diese unendliche Vielfalt, ist jetzt die Erde eine Scheibe oder ist es eine Kugel? Nein, die Erde ist eine Hohlkugel. Kann er da zeigen? Da gibt's tausende von Seiten, wenn du dich mit der Hohlkugelwelttheorie, mit der Hohlkugelwelttheorie beschäftigst. Dann, die Welt ist eine Matrix, die Welt ist bloß ein Traum, die Welt, da gibt's noch unendlich mehr, du müsstest dich bloß dafür interessieren, wenn du zum Suchen anfängst, stochastisches Denken, dann wird da immer mehr aus dir herausgeworfen werden. Das ist das Verrückte, es kann ja nur aus dir kommen, du bist ein träumender Geist, das heißt, du klopfst immer mehr das Internet auf. Und du wirst dann irgendwann einmal merken, dass du so einen unendlich mikroskopisch kleinen Teil von dem, was im Internet drin ist, dir schon mal angeschaut hast, was dich interessiert. Und da habe ich jetzt das so eingerichtet, dass du eine ganze Ewigkeit hast, die anderen Seiten auch anschauen zu können. Das ist ein Riesengeschenk. Das eigentlich gar kein Geschenk ist, weil das von vornherein schon so geplant war von mir. Und das macht aber allein. Und darum sage ich, lebe dein Leben normal, wenn du mit normal, du spielst deine Rolle. Gibt des Kaisers, was des Kaisers ist? Werde sehr vorsichtig mit dem Wünschen, dass du merkst, das ist, wie oft habe ich erwähnt, du kannst nur das vermissen, was du kennst. Was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Meinst du, dass vor 30 Jahren irgendeiner ein Handy vermisst hätte? Oder vor 40 Jahren einen Internetanschluss? Lächerliche 40 Jahre. Es ist natürlich eine Frage, wenn du 20 bist, sind 40 Jahre eine halbe Ewigkeit. Ja. Da kann ja, wenn es schnell gegangen ist, kann der 20-Jährige sagen, so alt ist ja meine Oma. Mhm. Entschuldigung, da müssen wir auf 60. Die Mama, so alt ist ja meine Mama. Okay. Das ist, da immer, du kannst immer von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Wenn man jetzt dieses, kann man natürlich immer wieder spiegeln auch. Wenn ich im Meer bin, kann ich bloß von unten nach oben sehen. Wenn ich von oben im Himmel, im HMHM, das ist genau genommen, bist du immer die Mitte. Du bist immer das Zentrum. Ja, das Zentrum. Das ist immer um dich herum. Der Kopf, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, Zürich, Bayreuth, Weißenburg, egal was du setzt. Du, Geist, erlebst dich immer als das Zentrum mit einer gewissen Peripherie. Und von der Peripherie siehst du meistens bloß das Vor dir und das Hinter dir siehst du nicht. Mhm. Obwohl das Hinter dir eigentlich die Ursache für das Vor dir ist. Weil die Richtung und die Kehrseite ist, das kannst du austauschen. Und das ist, du musst nur geistig beweglich werden. Aber dadurch musst du diese eng verlegte Schiene, diese logischen Gleise verlassen, die deswegen ja immer noch da sind. Denk wieder an mein, wenn ich sag, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis an deinem Wissen, das du jetzt hast, was zu verändern, weil das ist ein wichtiger Teil des Heiligen Ganzen. Aber was wir machen, wir erweitern das. Was ich immer erkläre, wenn dein ganzes Wissen ein Haar ist, und ich gebe dir dann das Wort Haus dazu, habe ich an dem Haar überhaupt nichts verändert. Was der normale Mensch, der Materialist will, der will ein gewisses Wissen nicht mehr haben und will dafür ein anderes Wissen. Und er meint, es wird erst dann gut, wenn das Bestehende, wenn die Moment noch eine Scheiße weg ist und eine schön ist. Ja, genau. Das ist, er hüpft von einer Unvollkommenheit in die nächste. Er hüpft von einer Sekte in die nächste Sekte. Und es werden permanent Feindbilder postuliert. Das wird dir, das hebt dich mit hohen Fehlern komplett auf. Es gibt keine Bevorzugung irgendeiner Spezialisierung. Und es gibt keine Benachteiligung. Das sind diese Kindergartenbeispiele, wo ich sage, du müsstest dich entscheiden, willst du sehen oder willst du bloß hören. Auf eins von beiden musst du verzichten. Das mache ich nicht. Entweder bist du Christ oder du bist Moslem. Beides geht dann. Selbstverständlich. Entweder bist du ein Kreis oder ein Dreieck. Wie sieht das aus, wenn du ein Kegel bist? Mhm. Ja. Wochen drauf. Wenn du ein katholischer Pfarrer sein darfst, darfst du nicht heiraten. Das ist alles so, so unendlich krank. Und ihr wird es allen voran, die Naturwissenschaft, die Medizin. Wenn ich den Lesch jetzt immer bringe, wie der
einen Satz nach dem anderen mit Grundannahmen, Dogmen arbeitet. Das ist eine Religion. Es ist eine Religion, wie jede andere wahnsinnige Religion auch, wie die Esoterik. All diese Glauben bauen auf Wissen, das man vom Hörensagen kennt, auf. Dass man hundertprozentig sicher zu wissen glaubt, dass es so war oder dass es so funktioniert. Ein Christ ist hundertprozentig davon überzeugt, dass in der Vergangenheit Christus gekreuzigt wurde. Und ein Moslem ist davon überzeugt, dass er in der Vergangenheit nicht gekreuzigt wurde. Das sind wieder die zwei Seiten. Das eine wird es ohne das andere nicht geben. Aber was ganz interessant ist, habe ich dir gerade erklärt, dass hier niemals ein Christus gekreuzigt wurde in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist nichts passiert. Selbstverständlich wurde der Christus gekreuzigt. Wurde, achte wieder auf die Grammatik, wurde. Er wird gekreuzigt. In dem Moment, wo du dir das jetzt denkst, wird dieser Gedanke, diese Figur in deinen Gedanken, die von dir erschaffen wird, gekreuzigt, wenn du denkst, dass der Christus gekreuzigt wird. Jetzt haben wir die Grammatik, der wurde gekreuzigt, schiebst du dir schon in die Vergangenheit, da war das aber nicht. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Ich rede übrigens jetzt vom Fakt. Das ist das Holo-Feeling, ist im Wesentlichen, sage ich, nur man beobachtet die Fakten, was jetzt da ist. Und wie gesagt, das Faktum, die Tatsache besteht darin, es ist, weil ich es jetzt denke oder weil ich es anschaue oder weil ich es höre oder weil ich es spüre. Und ich kann aber einen hier und jetzt gedachten Gedanken mir auch woanders hindenken, dann ist aber nur feinstofflich. Selbstgespräch, Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Das heißt, ziemlich wahrgenommenes, hochkonzentriertes Wissen, das dir real erscheint, kann definitiv immer nur hier und jetzt in Erscheinung treten. Wenn ich es feinstofflich mache, kann ich es mir feinstofflich räumlich mit zeitlich woanders hindenken, was aber definitiv trotzdem hier und jetzt bloß immer ein Rotkopf ist. Eine momentane Gedanke. Jetzt lassen wir es gut sein. Ja. Wir können jetzt natürlich mit der Nase, mit dem Sonnen, das ist immer wieder, wie weit verstehst du Holo-Feeling? Wichtig sind die Grundsätze. Darum sage ich diese einfachen Sätze, und die sind nur für dich, die sind nur für den Geist, der mir jetzt zuhört. Ich habe das jetzt mit Sicherheit nicht der Ariane oder der Sandra erzählt. Und auch nicht dem Brösel, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn man dich selbst sitzt. Ich erzähle das dem, der ewig ist, der sich das alles ausdenkt, der sich jetzt an Uro ausdenkt, der sich selbst ausdenkt, der sich Erdkugel ausdenkt, die nur existiert, wenn du an die Erde denkst, an diese Kugel denkst, KGL, wie eine Welle. Das ist, wenn du darüber diskutieren willst, wenn du es nicht wahrhaben willst, kann ich immer wieder sagen, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, weil du ein ewiger Geist bist. Ich mach dir nur die Tür aus deinem selbst erschaffenen Gefängnis auf, das du eigentlich gar nicht verlassen willst. Und nochmal, das, was dieses Gefängnis verlassen kann, ist nicht die Figur, die du zu sein glaubst. Das ist eine ganz gezielte Rolle, die du spielst, um ganz bestimmte Erfahrungen zu machen. Und da gibt es keine bessere und schlechtere Erfahrungen. Das kann sein, dass dich in deinem Leben das Hebräische, die Vatersprache überhaupt nicht interessiert, dann wirst du trotzdem gewisse Sachen lernen. Wenn du jetzt meinst, es ist wichtig und du willst dich besser machen, du bist der Erste, der es merkt, ob du mit einer Begeisterung das studierst oder ob es dich anwidert, aber jetzt irgendwas in dir drin ist, du hast gesagt, ich werde leiden, wenn ich das nicht verstehe, ich habe das noch nicht gesagt. Ich sag, du wirst leiden, wenn du mit was nicht einverstanden bist. Und das ist jetzt so eine Sache immer. Bei Filmen, wenn ich sage, na schau bloß einmal ins Spiegel, schau dein Spiegelbild an und beobachte mal dich, wie du anfängst an dem Spiegelbild beziehungsweise an dem Formspiegel rum zu kritisieren. Weil du Schönheitsideale in dir hast. Was meinst du, wie unendlich frei du wirst, wenn deine Eitelkeit dahin geht? Dass du Zustände am Leben erhalten willst, die gar nicht für die Ewigkeit erschaffen sind. Ja, das ist eigentlich hier, das ist das Spiel, dass ich immer wieder sage, du hast die Freiheit, eigene Regeln zu erfüllen. Das ist nicht besonders geistreich, wenn du immer wieder nachplapperst. Ja. Das macht dein Programm, das ist dein Schwamminhalt. Und es ist, du musst diese Hierarchie der Ichs verstanden haben. Ich erkläre das jetzt den Geist, der mich ausdenkt. Und es ist dieser Satz, jeden Menschen, den du denkst, der ist nur dann, wenn du ihn denkst, und der wird so sein, wie du in dir denkst. Das heißt, alle Menschen, wo hat eigentlich Plato und seine Erkenntnisse her? Oder Sokrates? Oder Lao Tse? Oder Konfuzius? Gibt's die überhaupt, wenn du die nicht denkst? Sind es nicht nur Figuren, die erst dann zu existieren anfangen, natürlich hier und jetzt, wenn du sie denkst? Und hat er nicht jeder Mensch, den du dir denkst, muss der nicht genauso sein, wie er von dir ausgedacht wird? Das heißt, wie er von dir in einem Traum erscheint?
Und ist nicht einer, von dem du sagst, der ist ja schon seit 2000 Jahren tot, jetzt da, wenn du ihn denkst? Mhm. Wenn jetzt wieder einer sagt, das verstehe ich nicht, da musst du nur Verstand haben, selbst wenn du was verneinst, musst du dir das denken, was du verneinst. Weil ich brauche jetzt erst ein Objekt, von dem ich irgendwas behaupte. Wenn ich jetzt sage, Gott existiert nicht, muss ich mir an den Gott denken, dass da einer da ist, von dem ich dann behaupten kann, dass er nicht existiert. Das ist wieder das. Und jetzt ist dieses Spiel, dass nicht so niemand, der in dir auftaucht, der von dir geträumt hat, kann sich raussuchen, dass er dir im Traum das erzählt, was er dir im Traum erzählt. Jetzt der Udo zum Beispiel. Der Udo als Traumfigur kann sich doch das gar nicht raussuchen. Als Figur jetzt, als ausgedachte Figur, was du jetzt von dieser Figur in deinem Traum zu hören bekommst. Das ist aber eine vergängliche Erscheinung, einfach nur eine Gedankenwelle in deinem Traum. Das heißt, wir haben jetzt diese Hierarchie, das rote Ich und das darüberstehende JCH. Mhm. Und das JCH, das heißt ich, erkläre dir jetzt dir, dem roten Ich, dem roten Geist, um was es eigentlich geht in dem Leben. Da du nicht von unten nach oben sehen kannst, mache ich Folgendes. Du träumst jetzt hier deine Traumwelt. Du glaubst, du rotes Ich glaubst, du bist der, der jetzt vorm Computer sitzt. Und jetzt taucht das Pixelmännchen Udo auf den Computer in deinem Traum auf. Aber das Computer-Pixelmännchen erzählt es nicht den Trockennasen, auf dem der jetzt vorm Computer sitzt, weil wir uns das ausdenken, sondern den Geist, der träumt. Meine Botschaft richtet sich nur an den träumenden Geist und der träumende Geist ist der Einzige, der das verstehen kann und hören kann. Das heißt, geh davon aus, dass die Ariane, die du dir jetzt ausdenkst, ein Gedanke ist. Dass die Sandra, die du dir ausdenkst, ein Gedanke ist und auch dein eigener Körper, wenn du jetzt dich sinnlich wahrnimmst, körperlich wahrnimmst, auch nur eine Information. Ja, genau. Das ist sofort wieder auflösen, sobald du sie nicht denkst. Ewigkeit kann nur von jemandem verstanden werden, der selber ewig ist. Und jetzt lass mich gut sein. Super. Ich hoffe, dass ich das nach dem Abriss noch dran schneiden kann, raumzeitlich gedacht. Ich wünsche euch was. Spielt noch ein bisschen Leben. Ja, genau. Tschüss. Okay, danke vielmals.